Abonniert den Kanal, ihr Vollkacklappen. Und jetzt geht's los. Das Leben von Sebastian. Nein. Das Leben einer Milchkuh ist nur so gut wie die Nahrung, die sie im Alltag zu sich nimmt. Es sei denn, der Jäger erschießt sie und sie explodiert in 1000 Einzelteile und die Leber landet in deiner Fresse und du stirbst davon. Die Metapher, die ich dir gerade gesagt habe, ist einfach nur da, um zu legitimieren, dass wir jetzt richtig schön ungesunde Scheißknackung durchführen. Kann ich nicht einfach das Effekt trinken? Wir knacken das jetzt auf und du widmest diese Knackung jetzt einer Person, die deiner Wahl. Ich widme diese Knackung Johann Lafer. Robert Pattinson! Alter. Mann, bitte. Bitte nicht. Ich sitze einfach nur hier. Wo bin ich hier gelandet? Was mache ich hier? Ich möchte hier weg. Es tropfte, Mann. Vielleicht solltest du deinen Effekt versuchen, gerade zu halten. Kommen wir zum eigentlich wichtigen Teil. The Mortuary Assistant. The Mortuary Assistant. Was kannst du dir denn jetzt oben beim Bild vorstellen, was es denn sein könnte? Ich habe gehört, es ist ein Horrorspiel. Ich habe gehört, es ist sehr schlimm. Für mich, aber auch für viele andere, die ich so kennengelernt habe, ist The Mortuary Assistant beim ersten Mal at least richtig, richtig schlimm. Ja. Und jetzt kommt der Clou. Jeder Run hat nochmal so eigene Züge und es ist nie ganz gleich. Es wird heftig. Ich würde dir einfach diesen Stuhl überlassen, dass du hier ja, ich setze mich da gleich hin, ich mache es mir gemütlich. Und dann sitze ich einfach nur als mentaler Support daneben. Falls ihr die anderen Videos mit Christian noch nicht gesehen habt, gibt eine Playlist. Die checkt er aus. Nur tolle Sachen. Und jetzt, Christian, tauschen wir die Stühle, ja? Ich bin sowas von bereit. Dann drücke ich jetzt mal auf Play, wa? Du weißt ja, mich kann nichts mehr schocken. New Shift. I'm so glad it's almost over. Congratulations, sweetie. Basically, Storyline ist nicht ganz so wichtig. Du bist eine junge Frau, junge Dame, whatever. Du fängst... Und du fängst an in einem Leichenbestatterhaus. Ist das eine Kaffeemaschine? Ja, pass mal auf. Die werden dort hübsch gemacht und so. Und dann wir haben hier eine Kaffeemaschine. Ui! Du fängst da jetzt an, hast jetzt deinen ersten Tag. Ja. Und lass das mal auf dich zukommen einfach. Rebecca, one last thing I forgot to give to you. Please grab a pencil for my desk and sign. Wir haben es geschafft, ja! Jetzt gehst du einfach durch. So. Und was muss ich, also jetzt... Rebecca! Great. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. Und dann ziehst du den netten Mann zurück ins, ja, in Kühlraum nennt man das, oder? Glaube ich zumindest. Ist, denke ich mal, ja. Zack. Und schon hast du ihn. Zack. Mach's gut. Das ist sie jetzt für eine. Ja, das ist auch eine Leiche. Das war mal ein Mensch. So, jetzt muss ich die ja wahrscheinlich hier hinbringen, ne? Ja. Geh mal von aus. Jetzt bringst du sie zurück. Ist ja bis jetzt ziemlich friedlich, ne? All right. I'm just finishing up something here. Die Toten können ja auch deine Freunde sein. And start recording identifying marks. I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Dorothy Page, 87 Jahre alt, hat einen Kopf, Schultern und Arme und Beine. Guckst du dir jetzt jedes Bodypart einmal an und schaust jetzt mit RB, ob die da irgendwelche Markierungen hat. Ja, guck mal, da ist doch was, oder? Und oh wei. Oh wei, da hat sie, glaube ich, da ist, Richtig. Das war schon? Ja, oder hat die noch mehr? Nö. Nee. Was war das denn? Naja. These old windows never stay latched. Der Typ ist doch auch sass. Jetzt gehst du mal zu den anderen Körperteilen, guckst dir überall alles andere an. Great. Climb on in here and put everything into the record system. So, jetzt soll ich das da eintragen, ja? Richtig. Du siehst oben. Ist doch schon. Kopf. What was that? I didn't say anything. Das ist ja komisch. Hey, jetzt gehst du auf Record System. Dorothy Page, genau. 87. Linke Schulter. Eine Keratolysis. Wer kennt's nicht? So, Submit. Abfahrt. So, nimmst du raus? Nehm ich auf. Zack. Genau. Hallo. Zack, bringst du hin. So. Time to embalm. Zack. Und so ist doch jetzt alles gut gelaufen, Hammer. So, jetzt geht's nämlich richtig los. Alright. Ja. I've set everything out, so you can just go ahead and get started. Jetzt musst du nämlich die Leiche vorbereiten. Du brauchst den ganzen Stuff, der dort ist, und musst halt den Körper damit vorbereiten.
Ja, ist ein bisschen. Ah. Ja, ja, genau, mach mal schön zu. Ja, 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 genau. Schön, schön, schön. Nice. Zack. Was ist denn da passiert? Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. Das war übelst laut gerade, Mann. Damit wird jetzt hier der Körper ausgespült. Auf die getane Arbeit. Aus. Perfekt. Ja. Oh ja, jetzt. Ja, da, guck mal, da. Da ist was drin, ne? Guck mal hier. Jetzt holst du dir da den. Nee, nee, rechts den Kanister. Jetzt gehst du wieder nach vorne. Ah! Als letzten Schritt machst du die Leiche eigentlich nur noch sauber. Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? So. I'll take over from here. Du hast deinen ersten Tag geschafft. Und da bist du auch schon wieder. Alright, guess I'll head to the bush. Hm? Was ist passiert? Warte mal, geh mal zur Tür, da stand doch jemand. Wer ist denn er? Oder sie? Oder er ist? Try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden. I had no way of knowing the possession had started. Naja, also basically, du musst jetzt noch arbeiten. Da ist irgendwas besessen. Es gibt jetzt da solche Kassetten, die brauchst du dir nicht angucken, ich erkläre es dir einfach mal, ne? Das heißt, du holst jetzt nach und nach den Körper raus und machst einfach die Aufgaben. Wieso grinst du mich so an? Der freut sich. Nee. Und jetzt machst du einfach alles, was du eben gemacht hast. Du checkst den Körper. Das sieht nicht gut aus. Das ist. Das schlimm. Ist nicht schön. Ne? So, Schulter. Wir noch, Hello? Ist doch alles gut? Nope, nope. New job. I'm getting out of here. Ja, anscheinend so. Ja nicht. Jetzt musst du deine Arbeit machen. Guck mal, jetzt machst du einfach hier. Toby Lerone, der arme 51 Jahre alt geworden. Das ist natürlich echt auch kein Alter irgendwo, ne? Jetzt hat, der hat am Kopf eine Kerate, der sitzt. Toby, warum sitzt du? Ich muss sagen, es ist jetzt schon sehr viel Verfluchtes passiert. Toby, warum? Aber ja, ist er das vielleicht? Weiß ich noch nicht. Er sitzt nicht mehr. Mein Gott. Ich will nicht. Mach jetzt nicht so, jetzt scheiß dir nicht ins Hemd. Time to. So, jetzt muss ich hingehen und seinen Körper. Und jetzt bearbeitest du ihn heftig. Und? So, Augen zu, schlaf gut. Er hat gerade noch gesagt. Was? Was? Weißt du das? Das da auf jeden Fall. Zack. Rein damit. Rein damit. Guck mal in den Schränken. Ja, irgendwann. Oh, hier ist noch eine Flasche. Knack rein. Nee, das war falsch. Ich hab grad einfach nur. Ja, das ist halt safe, der Körper. Meinst du? Weißt du, wie viel abgefuckte Scheiße in schon the old Cabinet. Ich muss ins alte Kabinett gehen. Zack. So eine Art Weihwasser wahrscheinlich. Siehst du, ich wäre jetzt nach vorne gegangen. Herein. Wie mache ich das jetzt? Aber. Hey, er muss zum Gerät hin. Christian. Ach so, ja, ja, ja. Kopfweh, Kopfweh. Oh, nee. Ja, ja, jetzt musst du seinen Bauch aufkacken. Jetzt musst du das füllen mit der Scheiße, die hier oben ist. Aber ich habe ja dieses Reservoir-Ding noch nicht, ne? Das ja, war ja, das. Nicht. Hat er die Augen wieder aufgemacht? Das ist ja, das ist nicht derselbe, der da eben lag. Was mache ich denn jetzt? Weiß ich nicht. Ja, mach mal die Aufgaben einfach weiter. Ja, so, das heißt. Und jetzt gehst du an seinen dreckigen Bauch. This is all your fault. Oh! I regret every second with you. Time is running out, Rebecca. Ach, das war ja wieder. Hab ich ja, können wir ja weitermachen, ne? Das war's. Da ist ja schon wie viel Kacke jetzt passiert, ne? Ja, jetzt kannst du auch schon mal mit dem Zettel nochmal umgehen. Vielleicht
Ach so, ja. Hm. Oh. Wo? Was? Wo? Wer? Ja. So ein Ding mit einem Strich. So ein Haar mit einem Strich. Strich. Zack und zack. Fangen wir jetzt wieder an, ne? Digga, Digga muss nicht, Bro. There you go. Digga muss doch. Also nicht. Bisher. Da hinten ist irgendwas gerade. Was war das? War das so ein Schatten, der hochgeflogen ist? Zack. Zack. So, und oh, dasselbe nochmal. Jetzt geht's wieder los. Du weißt ja wie, ne? Ein kleiner Speedrun jetzt. Let's fucking go, Bro. Give me the crown. 3. Du einfach so mega und konzentriert bei der Arbeit, ey. Bisher hat er noch nicht mit mir geredet oder er wurde auch nicht aufgeschlitzt. Er hat oder gar so. Keinen Bock bisher, ne? So, was war jetzt nochmal dran für den Ach ja, jetzt muss ich wieder den Reservoir-Bag. Der war hier drin, glaube ich. Nee, rechts. Hä? Wer war er denn? Da kriegst du aber auch immer so einen leichten Gänseschauer. Da hast du Gänseschauer gehabt? Ich auch. Hä? Ich setz einfach hin, ja, ne? Ja, warum nicht? Ich wüsste, glaube ich, ganz viele Gründe, warum nicht. What are you doing here? Ja, kurzer Exkurs. Ja, wirklich, ey. Machen wir weiter im Text, ne? Ja, jetzt musst du tatsächlich ins Scheißhaus. Ja, nimm mal mit. Oh, mein Kassenbon. Ja, hier, vor der. Ja. Ha, ein T, nee, ein Z. Das sah ich gerade auch schon so aus. Einfach so ein Z. Also ich finde, der erste Typ, ganz kurz, ne, der erste Typ war natürlich abgefuckt, aber das gerade, das war ja nochmal eine Stufe höher, oder? Ja, findest du? Todd. Aber sein Körper hat sich noch nicht einmal bewegt, seitdem er liegt. Es ist Zeshak. Ich bin mir sicher. Wir wissen noch nicht, ob der letzte Körper es nicht sein könnte. Das stimmt. Ich mache jetzt also den Typen zu Ende. Ja. Aber es muss. Kann ich das nicht. Come over here. Rebecca. Sagt sie das gerade selbst zu sich oder. Ich weiß nicht. Rebecca. Rebecca. Oh Gott, Alter. Oh Gott, das Licht ist aus. Mach's an, mach's auf, mach das Ding an jetzt, hallo. Ich kann nicht, ich kann es nicht anmachen, es geht nicht. Entspann dich. Ja, alles gut. Ich kacke. Aber er ist es nicht. Junge, Alter. Was ist das hier für eine Scheiße? Was ist das für eine abgefuckte Kacke, Mann? Ja, naja. Mach's gut, Schlanker. Das ist schon wieder dieser Typ. Ja. Ja, wollen wir das Ding einfach darauf legen oder soll ich den jetzt noch machen? Du musst ja deine Arbeit erledigen. Ach ja, genau. Der andere hat auch gesessen, ne? Ja, der erste hat gesessen. Der ist ein richtiges Arsch. War gerade was? Nee, das Licht ist ausgegangen im Flur. Ja, sieht doch alles gut aus. So, Abfahrt. Nein, wer bist du denn? Oh mein Gott! Da ist ein Stuhl. Ach, das ist er. Er hat irgendwas mit Rebecca gesagt, aber ich drehe mich nicht um. Ich drehe mich nicht um. Warte, bin ich das? Let me in. Vielleicht mal an das Wasser dort gehen, was da runter plätschert. Ah. Aha. I'm so sorry. What a familiar voice.
be more comforting. Let me hear, Rebecca. It will be over. What the fuck? Bro, hat Rebecca vielleicht jemanden getötet? Das wär's. Alter, was ist hier los, Mann? Ja, keine Ahnung. Ich kann grad nichts weiter machen. Rebecca, it's your grandma. I need you to let me lose. Hau ab! Ich arbeite! Du sollst sie reinlassen, sagt sie. Oh. Muss ich jetzt nach vorne gehen und sie reinlassen, oder? Nee, zeig ihr Mittelfinger. Zeig ihr Mittelfinger. Ja. Zeig ihr Mittelfinger. Fick dich. Fick los, dich. Verpiss dich. Fuck you, little bitch! Jetzt kannst du weitermachen. Digga, ja, mach doch zu! Gesagt, ich bist soll du bescheuert? Oh nein. Ja, dann Abfahrt. So, Kanister. Voll. Ja, ja. Mann! Hallo! Okay, ja, return. Pack ihn zurück. Du weißt, welcher Buddy es ist. Der erste? Ja. Sollen wir uns einigen? Definitiv. Gut. Definitiv der erste. Ja. Tür zu. Tür zu. Und jetzt holst du den richtigen raus. Nee, 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 da rechts, Tobi. Ah! Schön. Jetzt und jetzt holst du die Scheibe. Mach das Licht an. Nein, 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 nein. Ich geh weiter. Ich dreh mich auch nicht um. Oh, die Scheibe, Christian. Einfach nur die Scheibe jetzt. So, zieh ihn jetzt raus. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt da links einrasten lassen, Richtung, genau so. Ja, er kann nicht, er macht sich schneller. Schön. Jetzt? Jetzt Knopf. Rein. Und schieb ihn rein, schieb ihn rein. Oh. Nein! Du hast sie runtergenommen! Du Vollidiot! Du Vollidiot! Nein! Hab ich's jetzt in der Hand, oder was? Nein! Und jetzt? Du hast auf jeden Fall nicht. Oh nee, hau ab, verpiss, nein. Is it over? For now. It's fucking go, bro! Obwohl ich die Dinger in der Hand hatte, oder was? Es scheint so! Vielleicht war es ein Bug. It's fucking so go! I think I'm fine. Are you sure? You seem out of it. Oh, I've just been waiting for so du hast die Scheibe vergessen. Long. Oh no, you chose the wrong demon. Rebecca. Rebecca's not here, you fucking idiot! What the shit? Ja. Ich fand den eh scheiße. Weil du die Scheibe nicht genommen hast!